Hey Leute, wir sind auf der Autobahn. Ich habe gerade mich fast an einem Pommes verschluckt. Ihr seht wahrscheinlich nichts. Willkommen in Heidelberg. Ich fahre dahin. Sven ist übrigens jetzt gerade kacken gegangen. Wir sehen uns im Hotel. Und schon sind wir da. Ich muss jetzt die ganzen Sachen noch hochräumen und dann bequatschen wir mal, wie so ein Event eigentlich abläuft, wenn Maxim rumfährt. Sven, beeil dich. Jetzt geht er gut los. Was ist das für ein Hotel? So, das erste, was ich aber erstmal mache, mit Diana telefonieren. Hallo Schatz. Hallo. Bist du fit? Also, was mache ich eigentlich hier? Das Red Bull Vololo ist ein Age of Empires Turnier und das findet in Heidelberg statt. Auf einer Burg! Die sehen wir aber erst morgen. Es ist auch grundsätzlich weird, dass ich für solche Sachen eingeladen werde, weil ich ja irgendwie jedes Game kann, aber nie perfekt darin bin. Meine Kommentator-Skills sind aber weltweit bekannt, obwohl ich natürlich kein LOL mehr caste. Und bei Age of Empires muss man sagen, das spiele ich ja schon seit meiner Kindheit und gerade 4 hat es mir ja sehr angetan. Auch wenn ich sehr viel Rage und sehr viel Wut habe, ist es doch beim Zuschauen übelst nice und da kommt quasi der erste Punkt der Caster-Vorbereitung. Und zwar habe ich die ersten 6 Stunden damit verbracht, auf diesen Laptop hier zu starren und mir die ganzen Games nochmal anzuschauen. Das bedeutet, man hat ja viele Qualifier und so weiter gehabt. Und das ist für mich, falls ich das nicht erleben konnte alles, eine sehr, sehr wichtige Vorbereitung. Was ist eigentlich zur Hölle passiert? Was sind die Storylines? Was ist das Meta? Wie funktioniert der Bums eigentlich? Es ist auch meistens so, dass ich normalerweise gut von Natur aus vorbereitet bin. Das bedeutet, bei LOL habe ich das ganze Jahr gelebt. Bei anderen Spielen ist das schwieriger aufgrund der Zeit. Weil die Komplett ist ja auch oft so, dass man nicht alles sehen und alles erleben konnte. Und hier ist es genauso. Das heißt, ich pick mir ja quasi so gut wie es geht die Storylines raus, die ich zeitlich quasi schaffe oder ich verfolge bekannte Spieler. Was bei Strategiespielen tatsächlich sehr gut funktioniert. Das ist kein Team, sondern das ist ein einzelner Mensch, der manchmal auch eine schöne Geschichte erzählt, gerade wenn es so eine Underdog-Story ist. Das bedeutet im Prinzip, bei jedem Kommentatorjob die normalen Hausaufgaben eines Berufs zu machen, sehr, sehr wichtig. Anne, die fällt gleich um. Das ist nicht gut. Ich denke aber bei dem morgigen Cast und übermorgen genauso wird es ein bisschen entspannter sein, da wir nicht der Hauptcast sind, sondern es ist der englische, sondern wir eher so der deutsche Broadcast, der so ein bisschen humorvoller zu sehen ist. Weshalb ich natürlich auch dabei bin. Bin ja auch lustig. Der Laptop, der schafft. Da ich aber der absolute Terror-Boomer bin, ist es jetzt wirklich für mich quasi schon Schlafenszeit. Das heißt, es ist jetzt 22.15 Uhr oder sowas. Ich mache mir jetzt ein schönes Hörspiel an. Dann penne ich und dann zeige ich euch morgen das fucking Schloss Heidelberg. Na, und dann gucken wir mal, wie man eigentlich kommentiert. Wie geht denn das? Guten Morgen! Das Wichtigste ist natürlich, wenn man sich auf ein Event vorbereitet, erstmal duschen. Das heißt, wir nehmen ganz einfach das Ding in die Hand und dann... Dann war's das auch schon! Nachdem man nun aber frisch gebadet ist, keck weh, kann man natürlich jetzt... Das ist mein Wecker. Ich bin vor dem Wecker wach. Da kann man natürlich drüber reden, wie so ein Kommentarstil bzw. wie man Strategiespiele tatsächlich kommentiert. Von LOL kennen wir ja eine Dreiteilung in der absoluten Königsdisziplin. Das bedeutet, es gibt den Analysten, den Play-by-Play-Caster und manchmal auch den Storyteller. Die meisten kennen mich natürlich als epischen Geschichtenerzähler, allerdings bin ich selbstverständlich Play-by-Play-Caster. Das bedeutet, ich übernehme all die Sachen, die in irgendeiner Form Action geladen sind. So wie Socken anziehen. Ui, guck mal. Der Analyst hingegen ist derjenige, der super schlau ist. Ne? Es ist natürlich cool, wenn der Analyst selber auch viel Hype mitbringt. Generell wird aber ein enorm hoher Redeanteil von ihm verlangt, da natürlich spielspezifisch manchmal wenig passiert und die Leute natürlich entsprechende Knowledge brauchen, neben dem Hype, den es ja quasi in Action-Szenen gibt. Der Analyst hat also eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Oh, das ist einfach nur anstrengend, weshalb ich da keiner bin, sondern die wirklich Besten der Besten sind übelst gute Analysten. Weil rumschreien kann ja quasi jeder. Naja, und abschließend hat man quasi noch den Storyteller. Das ist eine Rolle, die ein bisschen schwierig ist. Die haben wir selten praktiziert. Und zwar ist das derjenige, der nicht nur die Storylines und so weiter drauf hat, der viel über die Spieler oder die Organisation weiß.
sondern auch entsprechend Fäden knüpft und sich auch dann viel mit dem Analysten unterhält. Also er kann auch derjenige sein, der entsprechend dem Analysten die Fragen stellt und so weiter. Und unsere Standardvariante war entweder zwei Play-by-Play für Epic Hype oder am besten finde ich persönlich zwei Analysten und ein Play-by-Play-Caster. Jetzt natürlich die Frage, ich liege hier auf dem Boden, ne, was machen wir denn bei Red Bull Vololo? Was ist da die Idee? Und das werde ich euch mitteilen, sobald ich selbst mehr weiß. Keck weh. Aber jetzt heißt es erstmal essen. Frühstück ist fertig. Jetzt nehme ich natürlich die Treppe, vorbildlich. Und wir fahren jetzt auch zum Schloss. Und dann erzähle ich euch natürlich, wie wir es heute machen. Ja. So Leute, wir kommen auf der Gamescom. Die Castle kommt. So, wir sind jetzt da, Leute. Es ist tatsächlich eine Burg. Also es ist Tourismus all over the place. Und wir gehen jetzt rein, gucken uns natürlich dann den Castle-Bereich und sowas an. Das ist halt so witzig, weil es ist halt alles nur Dori-Kram und dann siehst du sowas. Die Red Bull Vololo-Flaggen am Start. Wir haben jetzt hier das normale Standard-Caster-Setup. Ja? Wir haben ja überlegt, wie machen wir das? Wir haben jetzt einen Game-Dev bekommen. Das heißt, Maurice und ich machen quasi so eine Fragerunde draus. Der Play-by-Play-Teil wird immer noch bei mir bleiben, aber wir haben einen Spieleentwickler mit dabei. Das bedeutet, der wird einfach 7 Trilliarden Fragen von uns bekommen. So Leute, es ist Tag 2. Bezogen aufs Kommentieren haben wir gestern sehr, sehr viel gelernt und das teile ich euch dann quasi oben mit. Wenn wir es denn nach oben schaffen, Bruder. Das heißt, gestern haben wir ja mich als Play-by-Play-Caster gehabt. Dann hatten wir noch quasi zwei Analysten. Das heißt, Maurice hat quasi ebenfalls die Analystenrolle übernommen. Und der liebe Marius als Game Designer hat quasi die Ingame-Fragen dann mehr oder weniger beantwortet. Und es war ganz cool, um ehrlich zu sein. Die Problematik ist, dass das Game, also trotz dass es ein Strategiespiel ist, im späteren Spielverlauf so hektisch wird, dass es sehr schwer ist, einen Triple Cast zu erzeugen. Der Englische hat es nämlich ganz anders gemacht. Der englische Cast hat nämlich einfach ein Duett gemacht. Das bedeutet, die machen das nur in der Duo-Variante und das Ganze witzigerweise da oben. Na, wir haben ja hier die Crowd direkt vor Ort. Die Besonderheit ist natürlich hier, dass das Ganze quasi mit Analyst und Play-by-Play-Caster sehr, sehr gut gelöst ist. Also es gibt Situationen, die wirklich sehr, sehr schwer waren, zu dritt zu erfassen, weil in einem RTS im späteren Spielverlauf tatsächlich die ganze Zeit Action ist. Also bei LoL kann man Luft holen, hier nicht. Cool ist dann im Prinzip, dass ich bei solchen Events dann am Ende des Tages aber sehr, sehr viel lerne. Ne? Das heißt, RTS-Games zu casten ist so das eine, aber da wirklich zu verstehen, warum einige Setups zu dritt, zu zweit oder nur alleine am besten funktionieren, ist natürlich sehr, sehr cool. Die Lösung für RTS zu dritt könnte aber sein, zwei Play-by-Play-Caster zu haben, was ich jetzt natürlich bei dem Event von Maurice natürlich nicht erwarten kann. Na, er macht einen sehr, sehr guten Job, aber ein Play-by-Play Doppelhype-Cast haben wir in den besten Phasen bei Summoners Innen nur schwer hingekriegt. Das ist wirklich die Kaiserdisziplin, würde ich mal sagen. Mein Lebensmotto ist ja aber quasi aus dem Schlechtesten das Beste zu machen. Und hier war das sehr, sehr Coole, dass wir ja mit Marius und heute am zweiten Tag mit Stefan einen Designer mit dabei haben, um quasi die Brücke zu dem Spiel selbst zu schlagen. Das heißt, im englischen Cast wurde sich häufig darüber beschwert, ja, hier, das mit dem Wasser funktioniert nicht oder man sollte das so und so machen. Jetzt können wir direkt fragen, warum es denn so ist. Ja, und das ist sehr, sehr unique. Also stellt euch vor, ihr seht einen LOL-Cast und ihr habt einen LOL-Balance-Boy mit dabei und könnt ihn flamen. Was wir natürlich nicht machen. Maybe. Wir werden ihn flamen. Entscheidend ist quasi, dass man bei den Sachen so flexibel bleibt, wie es geht. Na, auch am Ende natürlich ein Debriefing zu haben, was man jetzt witzigerweise mit Feierabendbierchen lösen konnte, ist auch sehr wichtig. Na, gerade wenn ich mit in Anführungszeichen Neulingen arbeite, ist es natürlich wichtig, denen zu erklären, okay, warum kommentieren wir so und warum gehen wir anstrukturiert vor. Weil gerade vor uns haben wir auch nochmal das Feedback bekommen, dass der Entwickler viel geredet hat. Und es kann im VOD weird sein. Für mich persönlich ist es aber besser, wenn derjenige redet, der am meisten Ahnung hat. Und das ist ein bisschen cool, weil das auch mein Job quasi insgesamt sehr, 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 sehr flüssig hält. Ne? Nicht jedes Event ist gleich und ich muss dann natürlich insgesamt auch sehr, sehr anpassungsfähig sein. Es kann aber sein, dass natürlich der Kunde andere Dinge verlangt. Hier beim Red Bull Vololo School, wir sind super, super frei. Also wir können da quasi einen Spaß-Cast draus machen. Wenn es jetzt aber etwas ultra-professionelles wäre, dann würde ich das Ganze schon im Vorhinein, Wochen vorher quasi abstimmen, wie wir quasi vorgehen und ob wir eventuelle Einteilungen haben. Und im Prinzip ist das auch dann am Ende die Traumdefinition von einem Job für mich, ne? Dass man immer wieder was Neues lernt, was Neues entdeckt. Na, und ja, ich meine, am Ende des Tages reden wir quasi über Computerspiele, das heißt, so viele Sachen kann man gar nicht falsch machen. Am Ende ist aber ihr das Wichtigste, dass euch quasi das Ganze gefällt.
Und bumm, Hardcut nach Hause. Ich bin jetzt nun angekommen und fasse jetzt das Ganze natürlich so ein bisschen zusammen. Ich persönlich bin nämlich sehr, sehr dankbar, dass wir, oder dass ich speziell natürlich von Red Bull da eingeladen worden bin und als Kommentator für diese Szene tatsächlich zur Verfügung stehen darf. Ich selber kenne mich natürlich in dem Game nicht aus, habe, wie bereits vorher erwähnt, unfassbar viel gelernt. Also selbst in der ganzen Jahren, die ich kommentieren durfte, ist RTS natürlich immer noch etwas sehr, sehr Spezielles. Und das freut mich persönlich. Generell war natürlich auch die Stimmung vor Ort sehr, sehr nice. Ne? Das heißt, wir haben ja jeden Tag extrem lange gearbeitet, hatten beim Finale ein bisschen Glück und früher Feierabend. Ich durfte dann mit vielen, vielen Leuten von der Szene, gerade auch von den Pro-Playern, aber auch den ganzen Machern dahinter reden. Also die das Ganze organisieren, die sich natürlich auch ausdenken, das in einer Burg stattfinden zu lassen, die sich um die Designs kümmern, um die kleinen Sachen, um die Verkleidung natürlich, um die Maske. Also es ist ein wirklich krasses Geflecht im Hintergrund und je öfter ich solche Events besuche, desto mehr merke ich, dass man auch häufiger die gleichen Leute wieder sieht. Das Ganze hat mich unfassbar glücklich gemacht. Ja, ich persönlich freue mich dann auf jeden Fall auf kommende Events nach wie vor. Na, mit dem Baby war es jetzt gar nicht so einfach, jetzt ein paar Tage weg zu sein. Bin jetzt auch glücklich, hier zu sein. Na, egal wo ich bin happy. Na, das ist etwas sehr, sehr Tolles. Ich persönlich hoffe, das Ganze hat euch ebenfalls gefallen. Ich spreche natürlich dann nochmal auch den Dank an euch aus, weil auf lange Sicht gesehen habt ihr mir das Ganze ja ermöglicht, dass tatsächlich die Age of Empires Szene sagt, jo, Maxim als Kommentator. Ja, den nehmen wir, das ist ein lustiger. Na, auch wenn ich natürlich noch deutlich tiefer in die Materie einsteigen könnte. Ich wünsche euch noch eine wundervolle, entspannte Woche. Haut rein und viel Spaß beim Leben.